Das Projekt hat ein Unmögliches möglich gemacht. Eine weltweite Gemeinschaft von Menschen, in der jeder Einzelne seinen eigenen Weg verfolgt. Und das zu erleben, das Ganze, das nur dadurch zustande kommt, dass jedes Teil seinen eigenen Weg geht, das war eine wunderschöne Erfahrung und zeigt vielleicht, was Menschengemeinschaft im allerbesten Sinne sein kann. Das Jahr 2020 ist ein sehr besonderes Jahr. Eine Pandemie, wie wir sie bisher noch nie gekannt haben, hat fast alle Länder dieser Erde erreicht und betrifft fast jeden Menschen. Und fast jeder ist betroffen von den Beschränkungen, die uns diese Pandemie auferlegt. Und wir sind verunsichert davon und fragen uns, wie können wir die innere Ruhe, das innere Gleichgewicht finden, das notwendig ist, um wirklich wahrzunehmen, was um uns herum passiert? Und wie können wir in dieser Situation die Kraft finden, um das zu tun, was aus unserer Sicht sinnvoll ist? Und wie können wir gleichzeitig in uns den Raum, die Wärme halten, die Zugeneigtheit dem Leben, dem Dasein, dem Menschen gegenüber, die notwendig ist, um in die Zukunft gehen zu wollen. Das sozialkünstlerische Programm Challenging Times ist unsere Antwort auf diese Frage. In diesem Programm haben wir sozusagen angebunden an die Pandemie und ihr Prinzip von der Ansteckung. Im Gegensatz dazu, sich mit etwas Negativem anzustecken, haben wir ein Programm geschnürt, in dem Menschen, die teilnehmen und denen das Teilnehmen Freude und innere Begeisterung macht, die diese Freude und innere Begeisterung an andere Menschen weitergeben können und sie dazu einladen können, auch mitzumachen. Dieses Prinzip hat dazu geführt, dass schließlich unendlich mehr als 1000 Menschen aus 58 verschiedenen Ländern an unserem Programm teilgenommen haben. Da waren Länder dabei wie China oder Italien, wie Deutschland, wie Neuseeland, wie Kanada, wie Südafrika oder Argentinien. Viele Teilnehmende des Programms Challenging Times, das ja vier verschiedene, unterschiedliche Ansätze hatte in Form von vier verschiedenen Projekten, haben berichtet, dass ihnen genau diese Arbeit an diesen Projekten ermöglicht hat, dass sie wieder in dieser unsicheren Zeit Freude und Zuversicht empfinden konnten und sich den Anforderungen des ungewohnten Lebens besser stellen konnten. Wie bei unseren anderen sozialkünstlerischen Projekten ist es auch hier so, dass es keinerlei Vorbedingungen gibt für die Teilnahme. Sie müssen nicht künstlerisch begabt sein, Sie müssen auch keine künstlerische Ausbildung genossen haben oder irgendwelche Fertigkeiten mitbringen. Jeder kann ohne Vorbedingungen teilnehmen.
Life is precious. Das Leben ist kostbar. Das wird uns immer dann ganz besonders bewusst, wenn wir unser Leben oder das Leben uns nahestehender Menschen bedroht sehen, so wie das auch in der gegenwärtigen Pandemie der Fall ist. Dann entstehen Ängste in uns, Sorgen um die Gesundheit unserer Kinder, unserer Eltern, unserer selbst. Und mit diesen Ängsten und Sorgen müssen wir uns auseinandersetzen. Das Sozialkunstprojekt Life is Precious gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich bildnerisch, also durch Zeichnen, Malen oder mit einer anderen selbstgewählten Technik, diesen Ängsten und diesen Sorgen zu stellen. Die Idee war, wie kommen wir aus der Starre, aus dem Ohnmacht heraus, wo wir uns befanden während der Lockdown und wie können wir das Ganze überwinden. Die Grundfrage, die wir uns gestellt haben, ist, wie kommen wir eben in Bewegung? Wie können wir die Unsicherheit und die Ängste, die damit verbunden waren, überwinden und verwandeln vor allem? A World a Day bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, einen neuen Zugang zur Sprache zu finden. Während wir normalerweise einen Text nur nach dem Inhalt auffassen, ist in diesem Projekt die Möglichkeit, anhand von einem Spruch jeden Tag ein einziges Wort herauszunehmen, mit diesem Wort in Beziehung zu treten, daran etwas zu erleben und das Erlebte dann aufs Papier zu bringen. "40 Days in Challenging Times" hat uns viele Erlebnisse geschenkt. Wir haben das unsichtbare Netz der weltweiten Gemeinschaft gespürt und gleichzeitig waren wir im malerischen Prozess ganz präsent und ganz bei uns. Wir haben künstlerische Krisen erlebt und diese bewältigt und wir haben es immer mehr geschafft, absichtslos und urteilsfrei in den eigenen Prozess zu kommen. Gerade weil dieses Projekt zu Beginn so frei und experimentell war, konnte jeder und jede Teilnehmende einen Teil von sich darin entdecken. So schrieb mir eine Teilnehmerin, sie habe sich so herrlich frei gefühlt, ihren eigenen malerischen Impulsen zu folgen. Und sie überlegte, ob sie nicht vielleicht auch im täglichen Leben mehr ihren eigenen Impulsen folgen kann. Gleichzeitig gab es die Möglichkeit, meine Bilder zu teilen, auf Facebook den anderen zu zeigen, was ich gemacht habe, aber auch wahrzunehmen, was die anderen gemacht haben und mich davon anregen lassen. Vielleicht hat mir eine Technik ganz besonders gut gefallen, die ich gerne selber auch mal ausprobieren wollte. Oder aber ich habe einfach nur zur Kenntnis genommen, wie anders die Werke der anderen sind. Durch dieses Teilen konnte eine Art von unsichtbarer Gemeinschaft entstehen. Ich wusste jeden Tag, wenn ich an meinem Text arbeite, es gibt andere Menschen auf der Welt, die dasselbe tun, an einem anderen Wort, in einer anderen Technik, aber wir arbeiten alle zusammen am Gleichen und doch jeder für sich.